funktioniert. Wir haben die Kontrolle verloren. Treffen Sie nicht. Wenn ich das nicht aufhalte, wird die gesamte Existenz zerstört. Ich befehle, von dort zu verschwinden. Ich tue jetzt, was wir schon von Anfang an hätten tun sollen. Ich gehe zu den Sieben. Sie haben einen Eid abgelegt. Sie verraten unsere Gesetze. Nein! Das brauche ich doch. Ich erwisch. Ich hab dich. Unglaublich. Es hat funktioniert. Ich weiß, du hast keinen Grund, mir zu trauen, aber... Oh nein. Warte mal! Beruhig dich! Beruhig dich! Jenno! Ich bring dich zu Jenno. Und die Schwestern? Ich kann alle holen. Aber ich brauche deine Hilfe hierbei. Das ist der Deal. Vorerst. Oh, das ist sehr beruhigend. Also ran ans Werk. Damit kommen wir zurück. Lass mich das nicht bereuen. Mach den in der Schleife bereit. Wir haben nicht viel Zeit. In der Schleife? Du bist's? Egal. Bereit machen. Wir retten die Realität. Was hast du mit dem Nullpunkt gemacht? Das war ich nicht. Es gab... So viele Fäden. Ich weiß nicht, ob ich das reparieren kann. Egal, wir geben nicht auf. Wer sagt doch was von aufgeben? Bereithalten. Wenn der Nullpunkt erstmal aufblüht, gibt es kein Zurück mehr. Oh, okay. Portale, gar nicht gut. Das sind keine. Und damit seid gegrüßt. Sollten sie schließen, oder? Die lieben Zwerge genommen, Robitz und Eglodum. Zu Let's Play Fortnite mit dem Zwergenfürst. Ganz genau so. Wir spielen Fortnite. Verstanden. Wir bleiben Wasser. Realitätswellen können alles rasant. Da scheint hier eine Art Story Game zu sein. Lieber gewaltig. Alles was wir hier schon spielen können. Ich bin ein Schmetterling, also? Nein! Wir spielen Fortnite Story Mode. Du bist jetzt meine Augen und Ohren. Und ist eine Spielstörung, die ich kapieren muss. Du musst diese Portale für mich schließen. Ah, schaffst okay. Natürlich schaffst du das. Okay, machst du erstmal die Spielstörung kapieren. Bin neu hier.
heute offiziell am 1. April der offizielle Start von Let's Play Fortnite auf meinem Kanal. Die ersten drei Parts wird es heute geben und dann schauen wir mal. Heute 1. April, zu Beginn des Aprils mal ein neues Projekt, neues Warten auf meinem Kanal. Oh, okay, hier können wir schießen, bloß muss ich erstmal rausfinden, wie man schießt. So. Okay. Alles knallbunt hier. Okay. Wir müssen das Portal schließen. Das machen wir so. Okay. Was mit dem Schmetterling? Aber wunderschön. Super. Aber ich brauche mehr Zeit. Weiter so. Verstanden. Ich sehe drei weitere Portale. Sind aber sehr weit weg. Wenn wir doch nur... Okay. Ich kann teleportieren. Runter! Wir müssen irgendwie an den Jägern vorbeikommen. Bin ich jetzt Multiplayer schon oder ist das Singleplayer? Singleplayer Story Mode oder? Okay. Scheinbar noch nicht Multiplayer, sonst wäre ich schon längst tot. Ich wäre längst tot, wenn das Multiplayer wäre. Also spielen wir Singleplayer Story. Wir müssen uns beeilen. Ich halte hier nicht endlos durch. Achtung! Ich bring uns zum dritten Portal! Okay. Das dritte Portal. Wölfe. Diese Wölfe sind neu, oder? Wow! Kann ich irgendwie. Ich hab nur diese. Ich hab nur diese Strahlenwaffe, damit kann ich irgendwie nix. Kann ich nur die Portale zerstören. Den Wölfen bringt das nix. Oh! Standard-Avatar. Alter Look. Das ist ja bisher wahnsinnig spannend und wahnsinnig actionreich. Es ist zu viel. Ihr müsst weitermachen. Nur noch eins übrig. Halt durch! Ich mach weiter. Wir haben Gesellschaft. Ah, sehr toll. Ich kann nichts machen mit der Waffe. Aha, eine Realitätszone. Jetzt bin ich er oder sie hier. Sieht ihr dann an sie aus. Das wären alle. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Ab in die Stadt oder was? Wie beeindruckend. Riesige Lotusblüte. Okay. Der nächste Schritt ist sehr wichtig. Ich hatte das, was ich von Fortnite gesehen habe, bisher anders in Erinnerung. Nicht aufhalten. Aber ich könnte die Explosion eindämmen. Der schließt sich ein. Du musst das nicht tun. Okay, muss die Tür nehmen. Wir bleiben bis das hier erledigt ist. Wir brauchen unsere Hilfe. Los! Ah, okay. Der riesig große Strahl in der Mitte. Ah, okay, oder eine Art Festung. Und wo sind wir hineingeraten? Oh, okay, wir können fliegen. Natürlich. Hinein in den Turm. Okay. Den Turm hinauf. So, durchlöchern wir das Ding. Okay, sollen wir ihn angreifen oder? Chance! Wir haben nur diese eine Chance. Du musst den Nullpunkt versiegen und das Gerät überladen. Ich hab das Gerät nicht mehr. Überladen? Dann steck ich in der Schleife fest. Wir werden uns zurückkämpfen. Ganz sicher, was passiert. Geh nicht auf.
Ich werde dich finden und du wirst mir alles erzählen. Aha. Ich gebe dir mein Wort. Okay, und los. Und los. Das war erst die Vorgeschichte. Fortnite Season egal wie Saison wir 6 Battle Pass. Schlummert derselbe Wolf. Okay. Der uns antreibt, motiviert. Uns weiter nach Abenteuern suchen lässt. Uns niemals aufgeben lässt. Uns Ängste überwinden lässt. Egal was die Folgen sind. Um die Dunkelheit in uns zu kontrollieren, müssen wir uns ständig anpassen. Ein kleiner Trailer. Ist wild geworden. Bist du es auch? Buchzeit. Und demnächst. Ah, okay. Jetzt können wir hier Sachen kaufen. Aha, okay. Kostenlos spielen ist es jetzt nicht, oder was? Aha. Okay. Ich versuche mal einen kostenlosen Weg zu finden. Soweit ich weiß, ist Fortnite kostenlos. Ah, okay. Der Battle Pass nicht. Nicht bereit. Dann spielen wir mit Multiplayern oder was? Okay. Die Karte können wir natürlich nicht verändern. Wollen wir auch gar nicht. Skins kaufen und Co. Jetzt suche ich mal ein paar Spieler und stürze mich rein ins Geschehen. Spiel mal mit ein paar fremden Leuten. Okay. Das wird wieder peinlich. Okay, jetzt sind wir hier als Anfänger, als blutiger Anfänger. Im Multiplayer-Modus. Sehr schön. Ja, letalische Kipka. Ah, okay. Waffe. Können wir irgendwie das Mikro-Sprachchat deaktivieren? Ah, sehr schön. Das sind meine Teammates, also. Türen öffnen sich in 6 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Ja, also ich sollte. Oh, Hängegleiter. Ну чё, пацаны, аниме? Чё, пацаны, аниме? Чё, пацаны, аниме? Чё, пацаны, анимешки, да? Чё, пацаны, аниме? Das kann man doch bestimmt irgendwie Mikro ausschalten. Врагов нету. Кто что так? Мне кажется, или кто-то говорит. Okay, ich spreche nicht. Ich quatsche den Leuten nicht rein. Ich habe Push to Talk. Aber ich höre die anderen reden. Sag mir in den Kommentaren, welche Sprache das ist. Ein Fortnite-Kitty haben wir ja auf jeden Fall. Okay, ich habe noch keine Waffe. Das ist sehr praktisch. Oh. Nifiga, mir tut повезло.
Klingt russisch. Ich könnte mir vorstellen, dass das russisch ist. Okay, wir haben einen Bogen. Handy mir jetzt die ganze Zeit hinten auf dem Ohr rum. Das ist ja sehr toll. Jetzt haben wir einen Bogen. Und den, ganzen, und den Typ die ganze Zeit auf dem Ohr. Carito. Carita. Stimmlautstärke 0%. Sehr schön. Ich kommuniziere einfach nicht mit meinen Teammates. Einzelkämpfer. Okay, bis jetzt bin ich noch nicht tot. Ich habe erschreckend lange überlebt. Können wir in GTA, einfach rein? Oh, können wir tatsächlich. Ich fahr Auto. Na toll, jetzt habe ich Radio an. Radio aus. Wenig Treibstoff. Muss ja auftanken gehen. Fahr erstmal Truck. Okay, ein bisschen wird er doch noch gehen, oder? Jetzt können wir hier wechseln. Könnt ihr aussteigen. Okay. Ich bin ein bisschen gecrashed. Ich wechsle das Auto. Ich fahre Auto in Fortnite. Truck Simulator. Okay, hier ist scheinbar noch nicht so viel los. Bin im Multiplayer-Mode, aber ich wurde noch nicht erschossen. Ich lebe noch. Als das erste Mal das Let's Test auf der Switch gemacht habe, in Fortnite, habe ich nicht so lange überlebt. Da bin ich immer relativ schnell. Ich nehme das Taxi. Sehr schön. Fast wie ein GTA. Bloß ohne Menschen gerade. Warte mal, ich wollte da hoch. Das ist eine Tanke. Ja, und sonst so. Was mit meinen Teammates ist, weiß ich nicht. Wo die unterwegs sind. Ich fahre hier einfach ein bisschen Taxi durch die Gegend. Misty Meadows. Okay, so heißt die Stadt hier oder was? Vorsicht. Deswegen mit dem Taxi unterwegs. Oha, hier wird geschossen. Oh, das Sturm wird kleiner. Schnell weg hier. Ich werde hier noch erschossen. Ich habe hier nur einen Bogen und ein Taxi. Ist auch eine Waffe. Wenn man mit Menschen reinfahre, kann es auch ein Taxi sein. Kann das auch ein. Na toll. Tank alle. Es wird aussteigen. Ich nehme einen Truck. Ich fahre mit dem Truck weiter. So, sehr schön. Kein Treibstoff mehr. Mach Radio aus. Okay. Ich bin dann der letzte Überlebende, weil ich der einzige bin, der hier nicht im Kampf beteiligt ist. Alle anderen haben sich gegenseitig erschossen und ich lebe noch, weil ich den anderen davon gefahren bin. Ein alter Truck hier. Der klingt aber nicht mehr gut. Fahren einfach durch die Gegend. Durch die Landschaften. Da drüben ist ein Mitspieler. Links von mir. Können wir hier rausspringen? Sehr schön. Einfach in der Fahrt rausspringen. Ich hole mir ein neues Auto.
Ja! Hier wird geschossen. Ich will weg hier. Hier wird geschossen. Weg hier. Motor aus. Radio aus. Hühnchen. Voll querfett ein. Nur nicht ins Kampfgeschehen. Ah, okay, hier werden wir jetzt eliminiert. Na toll. War angeschrottet. Kann ich auch irgendwo neue Waffen bekommen? Wahrscheinlich, wenn ich nicht dauernd Auto fahre. Ich verschieße meine Pfeile. Hab nur noch 3. Das ist schlecht. Tankstelle plündern. Dann nehme ich mir den Bus hier mit. Gibt's hier neue Pfeile für mich? Okay, ein Trank. Ich nehme meine Zeitung mit. Okay, ich habe eine neue Waffe. Oh, okay, wo bin ich jetzt hier reingeraten? Uhrzeitschrotflinte. Mit 16 Schuss. Okay, sehr schön. Ich würde gern. Sieht gefährlich aus, das könnte. Ich würde gern ein Auto einsteigen oder wegfahren. Ich bin scheinbar im Auge des Sturms oder so. Warum sieht das so aus? Hier ist ein Taxi. Ach, das ist mein Taxi mit der leeren Tankanzeige. Hauptsache weg hier. Wenig Treibstoff. Und wo war hier doch eine Tanke? Rückwärtsgang. Überlebender 2. 25 verbliebener. Okay. Ich habe überlebt. Ohne Taktik. Kämpfen ausweichen. Oh, ich habe einen Brunnen entfernt. Hier kann ich wirklich nicht einschalten. Kann ich wirklich nicht einsteigen? Schade. Das überlebt man auch. Scheinbar sind schon einige. Fahr hier weiter durch die Gegend. Vielleicht bringt das was. Radio aus. Versuch weiter zu überleben, indem ich hier abhaue. Ist noch eine Waffe oder so. Nehme ich vielleicht mit. Oh. Sieht nicht schlecht aus. Nee, die 16-Schuss-Waffe, die sieht schon sehr gut aus. Das ist vielleicht sogar eine der besseren Waffen, die ich hier bekommen habe. Das ist, glaube ich, gar nicht so übel. Taktik, ausweichen, abhauen. Ich fahre einfach in die Wildnis rein. Noch bin ich auf den Straßen. Aber wenn ich in die Wildnis reinfahre. Das ist eine Tanke. Fahr einfach dort rein, wo mich keiner sieht, wo mich keiner. Ich lebe noch. Wie sieht's mit dem hier aus? Der hat noch Tank. Okay. Oha, das ist das Auge des Sturms. Zurück! Weg hier! Das ist die Kampfzone. Kampf vermeiden. Hm.
bin ich Treibstoff so ein Mist. Ich muss mir ein anderes Auto holen. Das Auto, wo ich gerade drin war, das hat doch viel. Einen Ort entdeckt. Aber da ist es, das Kampfzone. Scheiße. Nein, nicht den Bogen, nicht den Bogen. Nimm die Waffe. Und habe ich vielleicht schon sogar, naja, ich will nicht sagen eine Chance, aber ja. Und wo ein Auto hier? Das sind Menschens. Ich muss weiter überleben, ich muss hier. Oh Kacke, hier waren noch Leute. Hier wurde was gebaut. Schnell weg hier. Nicht ins Wasser. Tentation ist 8. Oha, da wurde ich ermordet. 8er. Aha. Das ist verdammt gut. Das ist verdammt gut. 8er. Ich weiß nicht von wie vielen, aber das ist verdammt gut. Das ist wirklich, wirklich verdammt gut. Da bin ich überrascht. Das ist meine Ausweichtaktik. Irgendwann musste ich ja getroffen werden, aber